Das funktioniert dann leider nicht. Das sollte man definitiv wissen. Was geht ab, Leute? Late Night Ray am Start? Genauso wie der neue Frick Better in Tower of Fantasy. Dieses Video ist zur Hälfte ein Guide und zur Hälfte so ein Überblick. Also prinzipiell, was Frick alles kann. Aber auch ganz, ganz wichtig, was Frick nicht mehr kann. Beziehungsweise im Verhältnis zum chinesischen Server, wie sie dann auf dem globalen Release genervt worden ist. Alles dazu erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Bleibt dran. Dieser wundervolle Banner ist am Mittwochabend erschienen. Parallel lief noch der Nemesis Banner, aber sorgt euch nicht, Leute, falls ihr Nemesis verpasst haben solltet. Vermutlich nur einer der stärksten Healer und gleichzeitig auch Damage-Dealer im ganzen Spiel. Ich meine, wie soll ich es sagen? Mit Nemesis hättet ihr euch das Leben leichter gemacht. Aber nein, Spaß beiseite. In diesem Video geht es eher darum, was Frick alles kann und was Frick nicht mehr kann. Aber was heißt mehr? Frick ist der zweite Banner im globalen Release, direkt nach Nemesis. Und jetzt stellen sich viele die Frage, lohnt es sich überhaupt Frick zu pullen? In erster Linie, immer bei jedem Gacha-Spiel ist meine Devise, pullt die Charaktere, die ihr auch ansprechend findet, sowohl vom Gameplay als auch vom Design her. Weil Spaß sollte im Vordergrund stehen. Aber wenn ihr solche Videoclips seht von einer Frick, die über 1 Million Damage gegen Apophis macht, auf dem chinesischen Server, dann kann ich euch Folgendes sagen, so krass wild wird sie im globalen Release nicht sein. Von daher, falls ihr Spaß daran findet, bei uns, was nicht heißen soll, dass sie schwach ist. Es gibt aber eine kleine Änderung, die vielleicht doch ein bisschen mehr ausmacht. Aber schauen wir uns Frick erst einmal an. Zunächst einmal, lasst euch nicht davon täuschen, dass ihr zertrümmern und die Laderate jeweils auf A-Rank ist. Gerade das Aufladen läuft deutlich schneller ab, aber da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber falls ich mehr ins Detail gehen sollte, lasst mich das unten gerne in den Kommentaren wissen, weil ihr einen wirklichen Guide zu Frick haben wollt mit den ganzen Matrizen und Waffenkompositionen, obwohl wir uns das auch noch hier nochmal ein bisschen anschauen werden. Also ob ich wirklich so klassische Guides machen soll zu den einzelnen Charakteren, falls der Bedarf besteht, lasst es mich gerne wissen. Gut Angriff, gut Crit und ein wundervolles Design, das genau dafür spricht. Fangen wir zunächst einmal mit den Standardangriffen an. Sie hat eine Combo am Boden, eine Combo in der Luft, das Ganze natürlich wundervoll animiert, sieht sehr, sehr stylisch aus und auch sehr satisfying, auch in der Luft, besonders eigentlich in der Luft eigentlich. Zack, let's go. Und um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten, hat sie auch eine Möglichkeit, mit einem Angriff nochmal den Angriff gedrückt zu halten, um den Gegner in die Luft zu katapultieren. Und in der Luft kann man auch nochmal den Angriff gedrückt halten, um noch ein bisschen schneller und heftiger zu Boden zu fallen. Also das Ganze sieht dann so aus, jetzt hier gedrückt halten, ne? Den Gegner in die Luft katapultieren, oben angreifen und dann auch nochmal da gedrückt halten und runter dashen. Alles schön und gut, aber Frick scheint tatsächlich durch eine andere Sache wirklich, wirklich, wirklich mehr. Und das ist ihr Ausweichskill. Ich hoffe, dass ihr mittlerweile schon wisst, ihr könnt ausweichen und dann auch nochmal einen Angriff vollführen. Bei Frick sieht das Ganze so aus, komplett Devil May Cry, Virgil-Vibes. Und wie ihr sehen könnt, verbraucht das Ganze leider ein bisschen Ausdauer. Aber gerade dieser Move verursacht zum einen den Schaden, den ihr eben gesehen habt auf dem chinesischen Server, bei uns auch natürlich den Großteil des Schadens, aber sorgt auch dafür, dass ihr relativ schnell die Waffen aufladet, also die anderen Waffen. Von daher, wie gesagt, nicht von den 8 Punkten irritieren lassen an der Stelle. Aber es ist natürlich gekoppelt zum Ausweichen. Also hier nochmal, wie ihr sehen könnt, zum Ausweichen. Aber das Ganze könnt ihr umgehen durch die Fähigkeit. Und hier gibt es eine Änderung. Wenn ihr die Fähigkeit benutzt, sieht sie nicht nur sehr stylisch und cool aus und verursacht ordentlich Schaden. Nein, das wahre Wunder ist genau danach, weil für 25 Sekunden erzeugt er einen großen Froststurm. Und innerhalb dieses Froststurms habt ihr 2 und vorher jetzt im Vergleich zur chinesischen Version, weil waren es 3 Sachen, ihr 2 Buffs. Zum einen erhöht ihr Zertrümmern um 25%. Ja, Zertrümmern wird um 25% erhöht. Und Obacht, was viele leider nicht merken, nur für Frick gilt eine Ausweicherholung. Was war denn das für ein Wort? Also das Ausweichen erholt sich deutlich schneller. Ich zeige das Ganze mal jetzt hier, ne? So, jetzt haben wir hier dieses Feld, wie ihr sehen könnt, ne? Das geht bis hierhin. Ich kann jetzt hier ausweichen und den Skill so oft benutzen, wie ich will, weil ihr könnt auf der rechten Seite sehen, dass das Ganze instant sich auflädt und ihr könnt auch die ganze Zeit ausweichen dadurch tatsächlich. Das gilt aber nicht für die anderen Waffen, falls ihr dort diese Ausweichmanöver machen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr mit Nemesis den Gegner dauerhaft in die Zeitlupe versetzen wollt. Das funktioniert dann leider nicht. Das sollte man definitiv wissen, wenn man Frick pullen möchte. Dennoch, wie gesagt, sieht nicht nur stylisch aus, verursacht sehr, sehr viel Schaden. Und ich möchte auch noch auf die Entladungsfähigkeit eingehen, weil die auf den ersten Blick okay wirkt, aber im PvP wirklich sehr viel bewirken kann. Wenn ihr Trugbild oder die Waffenentladung halt auslöst, befreit ihr euch selber von allen Debuffs. Das ist huge. Das ist wirklich huge. Und außerdem staggert ihr die Gegner auch nochmal schön im PvP. Ist eine sehr, sehr gute Alternative im PvP, eine aufgeladene Waffe mal zu entladen. So, ich möchte jetzt aber nochmal zurück zur Fähigkeit gehen, weil vorher, ich habe ja von einem dritten Buff gesprochen, vorher gab es nochmal 15 weitere Prozent für den Frostschaden. Das gibt es jetzt hier nicht mehr. Und einige verwechseln leider die Frostresonanz damit, was eigentlich die Fähigkeit vorher gab. Das wurde nicht ausgelagert zur Frostresonanz, weil die Frostresonanz, die könnt ihr nämlich hier unten nochmal sehen, die Elementarresonanz, hier steht nämlich, wenn ihr 2 verschiedene Frostwaffen gleichzeitig benutzt, also Frick und irgendeine weitere Frostwaffe, dann erhöht sich euer Frostangriff um 15 weitere Prozent. Vorher konnte man dadurch um 30 weitere Prozent, soweit mir bekannt ist, den Schaden erhöhen.
erhöhen. Jetzt mittlerweile sind es nur noch 15%, was immer noch sehr gut ist. Und so kommen wir natürlich zu den Waffen, womit Frick die beste Resonanz hat. Zum einen natürlich Meryl, um schön die Zertrümmerung auszukosten. Zum anderen natürlich auch sehr, sehr naheliegend Tsubasa. Aber ein kleinerer, was heißt Geheimtipp? Kokoritter. Nicht unterschätzen, weil damit habt ihr sofort die Frostresonanz drin und könnt noch einen weiteren Heal-Charakter mit reinwerfen, wie zum Beispiel Nemesis. Ihr müsst also nicht drei Frostwaffen haben. Zwei reichen vollkommen aus. Und so werdet ihr super krass tanky und hättet enormen Damage durch Freaks Waffe selbst. Wie gesagt, soll kein extrem ausführlicher Guide sein, aber ein kleiner Tipp vielleicht für wirkliche Frost-Mains und Whales, die ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollen. Der erste Stern ist vermutlich das Beste, was ihr rausholen könnt. Natürlich, wenn ihr super Whale seid, holt ihr natürlich alles mit Nummer super stark, aber gut zu wissen, bei dem ersten Stern bei der Aktivierung habt ihr eigentlich schon preis-leistungstechnisch das Beste raus bei Freak. Frost-Angriffsschaden 550% erhöhen, insane. Frostigkeitspunkt ist drauf, nochmal ein weiterer. Wenn ihr in dem Froststurm halt drin steht, also in der Fähigkeit jetzt hier drin. Wie gesagt, einen Punkt bekommt ihr, bis zu 10-fach stapelbar. Und je nachdem, wie viele Stapel ihr voll hattet, bekommt ihr nochmal dann am Ende, wenn der Sturm endet, einen extra Angriff auf den Gegner, was jeweils zu 95% eures Angriffswerts pro Stapelung nochmal Schaden verursacht. Das ist schon mal super. Auch da jetzt hier, wie gesagt, ne, erhöht nämlich den Basis-LP-Wert bei 2 und so weiter und so fort. Die sind nicht schlecht. Steht mich immer, die sind nicht schlecht. Aber in meinen Augen preis-leistungstechnisch entweder komplett nur einmal die Waffe holen oder halt einen Stern. Warum? Bei Blick auf die Zukunft. Noch nicht bei uns released, aber Saki steht vor der Tür vom Typ Verteidigung und auch Eis. Ich denke, es wäre sinnvoller, wenn man Frick einmal hat, maximal auf einen Stern geht und danach ein bisschen spart für Saki, weil ihr auch hier dann mit der Resonanz und allem drum und dran ein bisschen mehr rausholen könntet. Und außerdem sieht sie wundervoll aus. Vielleicht noch abschließend ein, zwei Worte zu ihren natürlich Signature-Matrizen. Die sind eigentlich best in Slot, seien wir mal ehrlich. Aber auch hier würde ich wirklich so weit gehen und sagen, es ist nicht wirklich notwendig. Ja, gerade für Singleplayer-Aspekte hier und da ist es nicht wirklich notwendig, auch die Matrizen zu haben. Und das finde ich ganz gut. Aber es gibt aktuell nicht vergleichsweise irgendwas anderes, was den Frostschaden, den ihr jetzt hier durchbekommt, gerade durch die vier Teile jetzt hier, was einfach natürlich maßgeschneidert ist für Freak, kompensieren könnte. Aber das wäre ein Thema für einen spezifischen Guide. Um das nochmal ganz ein bisschen zusammenzufassen. Freak ist ein Damage-Dealer vom Typ Frost. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Hauptschlüsselelement ist halt natürlich der Ausweichangriff und das Ganze könnt ihr spammen, wenn ihr die Fähigkeit benutzt habt. Wohlgemerkt, hat nur 30 Sekunden Cooldown und hält 25 Sekunden. Aber ganz, ganz wichtig mitzunehmen, diese Ausweichsache hier, ne, die gilt nur für Freak selber, nur für die Waffe selber halt, ne. Wenn ihr jetzt eine andere Waffe benutzt, ist das halt nicht der Fall. Und ihr müsst nicht Freak als Simulacra aktiviert haben. Das geht auch, wenn ihr euren eigenen Charakter spielt an der Stelle. Macht sie Spaß? Auf jeden Fall. Ist sie ein Must-Have? Tatsächlich nicht. Wenn ihr gerade Tsubasa oder so habt, ne, können die auch gut mithalten. Und für die Zukunft würde ich eher mein Augenmerk auf Saki packen. Gerade wegen diesem kleinen Nerf, den sie jetzt erlitten hat auf der globalen Version. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch so ein bisschen Freak näher bringen, Leute. Ansonsten werden wir heute Abend ab 18 Uhr oder so ein paar Community-Pulls machen und ich werde selber auf meinem Account auch pullen. Natürlich auf Freak. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.